die Reutlinger Achalm, Kulisse für einen besonderen Fototermin. EyePoint Systems ist seit diesem Jahr Topsponsor der Walter Tigers. Robert Wintermantel und Christoph Koppensteiner von den Tigers gemeinsam am Ball mit EyePoint-Geschäftsführer Jörg Walden. EyePoint Systems in Reutlingen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind so etwas wie digitale Umweltschützer. Mit ihren Softwareprodukten erleichtern sie es Unternehmen, auf die Nachhaltigkeit ihrer Produkte zu achten, rechtlich und moralisch. Nachhaltig in allen Dimensionen. Nachhaltig bedeutet wirtschaftlich nachhaltig, also auch noch verkaufbar. Also wir sind jetzt nicht derjenige, der nur irgendwas entwickelt, um es entwickelt zu haben, aber natürlich das Unternehmen daran kaputt geht. Also Nachhaltigkeit fängt in der Wirtschaftlichkeit natürlich an, fängt an den Ressourcen an, fängt an den Menschen an, in allen Dimensionen in letzter Konsequenz versuchen wir das zusammenzutragen. 2016 ist das Unternehmen erneut als Innovator des Jahres ausgezeichnet worden. Das Unternehmen stelle die Innovationsfähigkeit in den Mittelpunkt. Ein Kernprodukt, ein Programm, das Daten über sogenannte Konfliktmineralien sammelt und analysiert. Nachvollziehbar und einsehbar für die Kunden. Nach eigenen Angaben gewann das Unternehmen in den letzten 3 Jahren damit über 39.000 Firmen aus 90 Ländern als Kunden. Wir versuchen eigentlich Unternehmen jetzt in der Hinsicht nachzuweisen und die unterstützen bei dem Nachweis, was passiert denn, wenn ihr bestimmte Rohstoffe ersetzt? Was ist der Gesamtlebenszyklus? Was bedeutet das in letzter Konsequenz? Also sprich von der Herstellung eines Produktes in der Lieferantenkette, welche Energieströme werden verbraucht, welche Ressourcen werden verbraucht, bis hinten irgendwann, was passiert dann am Schluss? Was passiert, wenn das Produkt mal recycelt wird, vielleicht upcycelt, wie das ja heute so schön heißt, sprich wandle sie um in ein neues Produkt, tu sie aber nicht mehr wegschmeißen. Es gibt keinen Abfall mehr, das ist so die Gesamtvision. Das Top 100-Siegel wird seit 1993 von Compa Media an mittelständische Unternehmen vergeben. Die Top 100 zählen in ihren Branchen zu den Schrittmachern.